Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart 7 Online. Und heute mal mit Donkey Kong zur Feier des Tages, denn wir haben heute mal wieder so ein kleines Special. Und zwar ein Special zur Nintendo Direct von gestern, dem 1.10. Ja, da war mal wieder eine wunderbar tolle Nintendo Direct. Aber wie toll war die denn, Wollo? Wie toll war sie denn? Sie ging so. Es gab ein paar coole Dinge, es gab aber auch einige Tränen, die geflossen sind. Wie das nun mal bei einer richtig guten Nintendo Direct so abläuft, ist nicht nur alles Gold, was glänzt, ne? Es ist nun mal so bei Nintendo momentan. Und ja, fangen wir einfach mal an. Das Ganze ging los mit Super Mario 3D World, das in meinen Augen wirklich überraschend gut aussah. Ohne Spaß, also ich war ja eigentlich immer so, ja, okay, ist ein 3D-Land-Nachfolger, hätte ich lieber auf dem 3DS gehabt. Ich bin mir da auch immer noch eigentlich sicher, dass das Ganze auf dem 3DS ebenfalls gut aufgehoben wäre. Aber das, was sie dieses Mal gezeigt haben, unterscheidet sich doch schon relativ stark von dem Kram, den sie uns bisher gezeigt haben. Also, das, was man so bisher gesehen hatte, war ja immer nur so wirklich, okay, das ist 3D-Land 2. So. Nicht mehr und nicht weniger. Das, was sie dieses Mal gezeigt haben, sah wirklich, also es sah wirklich richtig gut aus. Ich war wirklich überrascht, Leute. Die haben, also die Levels machen doch einen richtig, richtig coolen Eindruck. Es ist, zwischen 3D-Land und 3D-World scheinen doch wirklich Welten zu liegen. Sieht cool aus. Item-technisch gibt es wohl eine ganze Menge neuer Sachen, wie zum Beispiel Mario hatte verschiedene, ja, kann man sagen, Köpfe, Hüte. Ich weiß es nicht. Zum einen konnte Mario Kugelwillis abschießen. Mario konnte Piranha-Pflanzen durch die Gegend tragen, die dann Gegner aufgefressen haben. Mario hatte auch zwischendurch mal einen Goomba-Kopf. Also, ja, schauen wir mal, was das am Ende so gibt. Und ob es dann so cool wird, wie ich mir das momentan vorstelle. Aber das werden wir auf jeden Fall am 29. November herausfinden. Ach, er hatte den Blitz. Ja, super, letzter. Hey, geil. Ja, Mario 3D World am 29. November. Relativ spät im November. Ich denke mal, das ist Nintendos Antwort auf die PS4. Irgendwie so die Richtung. Wahrscheinlich. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich dachte, okay, wir müssen irgendwas im Petto haben bei der PS4 und das wird 3D World. Und 3D World wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Natürlich ließ man sich danach nicht lumpen, Leute, und ließ gleich die nächste Bombe platzen, möchte ich sagen. Die Wii Remote Plus erscheint in zwei neuen Versionen. Oh, geil! Eine mit Mario und eine mit Luigi. Also da ist einfach nur das M von Mario drauf und sie ist rot. Oder ihr habt eine grüne mit dem L von Luigi. Ist das geil? Der echte Knaller. Also da muss ich sagen, Respekt, danke dafür. Ab dem 8. November können wir das Ding käuflich erwerben. Und meine Vorbestellung für beide ist selbstverständlich schon getätigt. Naja, nein, nicht wirklich. Also, ja, gut. Wer es haben möchte, ne, der soll das gut finden. Ich brauch's jetzt nicht. Ich habe meine Zelda Wii Remote Plus aus dem Skyward Sword Limited Edition und so. Das reicht mir vollkommen. Und ja, ne, sind wir damit zufrieden. Danach haben sie Wii Party gezeigt. Also Wii U Party, aber es ist Wii Party, oder? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall das Wii Party für die Wii U, der Nachfolger von Wii Party für die Wii. Ja. Da wird ebenfalls eine Wii Remote mit drin sein. Ich denke auch mal eine Wii Motion Plus. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Will ich jetzt aber mich nicht festlegen. Habe ich mir dementsprechend nicht aufgeschrieben. Released wird das ganze Ding am 25. Oktober. Also schon sehr bald. Ja, Let's Play-technisch würde ich mal sagen, sieht schlecht aus. Also das, was sie uns da zumindest gezeigt haben an Minispielen, das waren so Sachen wie, ja, legt die das Wii U Gamepad auf den Boden, da ist dann Wasser drin und dann schöpfst du dieses Wasser mit deiner Wii Motion Plus ab und musst das Ganze zum Fernseher bringen und in ein Glas füllen. Also solche Geschichten, ja, das könnte man eigentlich ziemlich cool mit einer Facecam machen, ne? Es wäre eigentlich ziemlich geil. Ja, das wäre es tatsächlich. Müsste man sich wirklich mal überlegen, ob man das nicht irgendwie... Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich will mich nicht festlegen, aber Let's Play technisch ungeeignet. Aber ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass das so für Multiplayer-Abende richtig, richtig cool ist. Es sah auf jeden Fall sehr geil aus. Also ein Mario Party wäre mir natürlich lieber. Aber... Und im Endeffekt ist das ein Mario Party, nur mit Mies anstatt mit Mario, ne? Und leicht abgeänderten Regeln. Also von daher, ist schon okay. Ist auch ganz nett, wie gesagt. Macht im Multiplayer bestimmt mega Bock.
ob ich da mal was zu mache, zeige oder so, mit Fleddy zusammen oder so, mal gucken. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber was soll's. So, jetzt der Grund, warum ich Donkey Kong heute fahre. Denn ich dachte mir, hey, ich will dieses Jahr wenigstens ein bisschen Donkey Kong haben, okay? Wenn das erlaubt ist, Nintendo, oder wollt ihr mir das ja auch noch wegnehmen? Donkey Kong Country Tropical Freeze ist offiziell verschoben. Ja, oh Leute, lasst mich doch mal meine Pilze durchboosten. Schade eigentlich. Ich werde schon wieder letzter. Ist, naja, okay, vorletzter. Aber es ist nicht so meine Glücksrunde hier momentan. Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze ist verschoben auf 2014. Toll. Toll, 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 toll. Meine Gedanken dazu werde ich euch mal im nächsten Rennen teilen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum machen sie das? Ne? Warum machen die das? Wieso verschieben die das Ding jetzt schon wieder? Und ja, sie sagen, von der technischen Seite her scheint es wohl noch nicht fertig zu sein und wir brauchen noch Zeit. Ich sage Bullshit. Warum sage ich Bullshit? Zum einen war das Ding erst für den November angekündigt. So, dann hat man das geändert, um 3D World meinetwegen vorzuziehen, weil vielleicht Tropical Freeze noch nicht so weit war. Aber damals sagte man uns, das Ding kommt am 6. Dezember heraus. Es hatte einen festen Termin. Also jetzt mal ohne Flachs, Leute. Das Ding hatte einen festen Termin und das ist nicht lange her. Es ist beim besten Willen nicht lange her. Die können mir unmöglich erzählen, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, das Ding soll am 6. Dezember rauskommen, nicht wussten, dass es erst 2014 fertig wird. Ich meine, es hat nicht mal einen festen Termin für 2014. Es hat einfach nur ein random 2014 irgendwann. Ich nehme an, dass es Januar, Februar, März sein wird, aber das ist auch nur Vermutung. So, mein Gedanke, warum hat man sich dazu jetzt entschlossen? Die Frage ist da zwar auch dann wieder, das musste denen vorher auch klar sein, aber gut, das ist einfach mal mein Gedanke. Man sieht ein, okay, wenn wir jetzt, oder sagen wir mal eher so, das Problem ist einfach, Tropical Freeze und 3D World sind zu dicht beieinander. Sie kommen zu dicht beieinander raus. Und es ist nicht so, dass sich jeder einfach mal beide Spiele kaufen kann. Das bedeutet, wenn jetzt Klein Peter 3D World im November bekommt, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass er zu Nikolaus dann sofort Tropical Freeze hinterher bekommt. Dann werden die Eltern sagen, nein, du hast gerade erst ein Spiel bekommen. Und ja, dann sagen wir einfach mal, in 3-4 Monaten kriegt Klein Peter wieder ein Spiel. So war das bei mir dann früher. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man dann eher Mario Kart 8 nimmt, weil das ist neuer anstatt. Und Tropical Freeze geht in dem Fall dann einfach unter. Oder 3D World, je nachdem. Und Nintendo kann sich momentan auch nicht erlauben, irgendwelche Verkäufe zu verpassen. Das ist zumindest so mein Gedanke. Ihr könnt auch auf jeden Fall mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr denkt, warum das Ding verschoben wird. Und glaubt ihr Nintendo, dass es einfach technisch noch nicht ausgereift ist? Oder will man einfach sicher gehen, dass sich alle Spiele entsprechend gut verkaufen? So, meine Meinung. Ganz einfach. Okay, was hatten wir da noch? Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen erscheint am 8. November. Geile Sache. Vor allen Dingen, ich muss sagen, das sah auch wirklich gar nicht so verkehrt aus. Ohne Spaß. Vor allen Dingen, was gezeigt wurde, war der Online-Modus. Also, na gut, der Online-Modus wurde im Grunde nicht gezeigt, aber es wurde gesagt, dass es einen gibt. Und das Interessante bei diesem Online-Modus, meiner Meinung nach zumindest, ist, dass man für sein Land antritt. Ja, man kann Medaillen für sein Land holen und dann gibt es wohl so ein Länder-Ranking online. Und ja, halte mich für bekloppt, aber das finde ich cool, das flasht mich. Und höchstwahrscheinlich wird es auch so das ein oder andere Video zu Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2014 in Sochi, oder wie spricht man das Ding aus, geben. Und ja, wenn der Online-Modus ein bisschen was hergibt und die ja, der Kram da einfach auch interessant ist und so, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das auch so ein bisschen im Online-Modus erpähen werden. Aber vor allen Dingen, ja, warum nicht, ne? Also, ich denke mal, das kann man ganz gut machen. Also, ich würde es zumindest ganz geil finden. Da könnt ihr mir auch eure Meinung zu schreiben. Sehr gerne. So, dann gab es noch eine kleine Sonic-News und die ist interessant für alle Smash Bros.-Fans. Und zwar ist Sonic the Hedgehog jetzt offiziell angekündigt für Super Smash Bros. Für Wii U und 3DS. Ja, genau wie in Brawl ist der blaue Igel mal wieder mit dabei und darf ordentlich die Typis da vertrimmen. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass Snake auch noch wieder mit dabei ist. Das wäre eigentlich ganz geil. Aber
Naja, rechnen damit? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es wird sich anbieten, ne? Also warum nicht? Der war schon mal dabei. Lass den armen Jungen doch wieder mitkämpfen. Der war cool. Ich mochte den. Dementsprechend passt schon. So. Als nächstes gab es Infos zu Pikmin 3. Warum denn verbittet zu Pikmin 3? Habe ich mir auch gedacht. Ja. Was Nintendo uns da zeigen wollte. Naja. Der Missionsmodus wurde nochmal kurz angepriesen. Und das eigentlich nur aus dem Grund, dass man DLCs zum Missionsmodus rausgebracht hat. Gestern. Seit gestern käuflich erwerblich für 1,99 könnt ihr euch so ein Missionsmodus-Paket holen. Und ja, es gibt ein Update zusätzlich. Das die Weltrangliste. Also es gibt im Missionsmodus wohl so eine Weltrangliste. Und die wurde auch ein bisschen verbessert. Also es ist eigentlich so lächerlich, dass man das gezeigt hat. Ich möchte es einfach mal so sagen. Ich finde es extrem lächerlich, denn es wird einfach nur oben rechts in der Ecke, kann man jetzt sehen, wie viel der erste Platz hat. Das konnte man vorher wohl nicht. Also man sieht die beste Punktzahl. Das zeigen die mir ernsthaft in der Nintendo Direct, dass das jetzt geht. Ja, schön. Cool. Super, Nintendo. Weiter so. Danach kam man erstmal zum Nintendo 3DS und da ist natürlich so das heiß erwartetste Zelda A Link Between Worlds, weil Pokémon hat man jetzt nichts zugesagt, weil boah, kommt ja sowieso in den nächsten Tagen raus. Genau wie Wind Waker HD, ne, das ich mir übrigens heute kaufen werde. Ja, ich werde mir heute Wind Waker HD kaufen, nur so als kleine Information. Hab da gestern schon bei meinem Shop angerufen und die haben mir gesagt, jo, das kommt morgen, also Mittwoch. Und ja, cool. Freue ich mich, werde ich nachher hinfahren und das Ganze werde ich dick abfeiern heute noch. Ich werde es so suchten, es wird cool, ja. Okay, und erste Videos dann wahrscheinlich am Donnerstag, schätze ich mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja, ja, ja. Ich werde mal gucken, wie die anderen Leute so, ne? Da muss man sich ja ein bisschen anpassen, so. Ja, was wollte ich jetzt noch, ne? Ach ja, genau, Zelda A Link Between Worlds wurde gezeigt, juhu. Und ja, zum einen, der Termin ist der 22. November. Das bedeutet, kurz vor dem 3D-Land werden wir mit A Link Between Worlds anfangen. Freue mich auch schon enorm drauf, wobei es einen kleinen Dämpfer gab tatsächlich. Oh ja, es gab einen kleinen Dämpfer und zwar... ja, sie versuchen es ja immer wieder oder sie wollen es tun und sie tun es wirklich. Sie haben es angekündigt, sie machen es. Es wird... mit ungeschriebenen Gesetzen, wie Iwata sagte, es gibt ungeschriebene Gesetze in Zelda und eines dieser ungeschriebenen Gesetze, also für mich ist dieses Gesetz eigentlich in Stein gemeißelt, aber gut, für ihn ist es ungeschrieben. In jedem Dungeon gibt es ein Item und die Rätsel in diesem Dungeon lassen sich dann auch mit dem entsprechenden Item, das man in diesem Dungeon gefunden hat, lösen. So, das möchte man ändern. Warum? 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 Es war immer so schön. Es war immer so schön, sie wollen es jetzt ändern. Na gut, okay. Inwiefern wollen sie das ändern? Es gibt einen Shop. Es gibt tatsächlich einen Shop, in dem du deine Items mieten kannst. Das bedeutet, den Hammer, den Bogen, was weiß ich nicht alles, den Boomerang, kannst du jetzt in diesem Shop mieten. So, und so wie sie das sagten, wäre das Spiel bis zu einem bestimmten Punkt zwar linear, also das bedeutet... die Tempel sind fest vorgegeben, in welcher Reihenfolge, aber ab einem bestimmten Punkt im Spiel kannst du einfach alles tun, sozusagen. Also du kannst dann entscheiden, in welchen Tempel du zuerst gehst. Bedeutet, du mietest dir das Item, ja, bla bla bla, und du gehst an den Tempel, der für dieses Item vorgesehen ist, wohl irgendwie. Und, ja, wie finde ich das? Wie finde ich das? Ich weiß nicht, ich bin generell so ein Typ, ich mag meine Spiele so, wie sie waren, ne? Und solche einschneidenden Änderungen sind erstmal nicht unbedingt gern gesehen. Ich werde mich da auf jeden Fall mal überraschen lassen. Ich sag mal so, ich bin jetzt zwar erstmal ein bisschen, so ein bisschen negativ eingestellt dagegen, aber wir werden bestimmt Spaß damit haben. Ich bin mir da sicher, also es wird bestimmt gut. Allerdings, man kennt es, oder nicht jeder kennt das, aber ich kenne es zumindest bei mir. Ich habe es gerne, wie gesagt, ich mag es gerne so wie es war. Und gerade bei Zelda, bei so einem Spiel, das ich seit zigtausend Jahren liebe, und da will ich nicht, dass irgendwas geändert wird, will ich einfach nicht. Ich möchte mein ganz normales Zelda-Prinzip beibehalten, aber gut, vielleicht wird's gut und ich werde es auf jeden Fall rausfinden am 22. November, ja. Merken wir uns diesen Termin.
Da kann alles gut werden oder alles schlecht. Und ich bin mir sicher, dass in dem nächsten Wii U-Teil, dass sie es da genauso handhaben werden. Also ich bin mir da relativ sicher. Da hat man ja auch schon gesagt, dass man die Serie in die Richtung bringen will, dass die Dungeons nicht mehr so linear vorgegeben sind. Okay. Danach wurde ein nagelneues Spiel gezeigt, Leute. Kirby für den Nintendo 3DS. Ja, da kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Es ist ein 2D-Kirby. Mehr wurde nicht gezeigt. Tja, okay. Warum nicht? Danach war die Direct an sich vorbei. So, jetzt kommen wir zu den Europa-internen News, die ja ein bisschen interessant tatsächlich sind, aber ich werde sie relativ fix, glaube ich, abarbeiten. Wii Karaoke U kommt, beinhaltet 1500 Songs und ihr könnt euch das jetzt schon für eine Stunde kostenlos ziehen. Ist auch wieder so ein Spiel, das du mieten kannst, genauso wie Wii Sports Club. Also du mietest das, kannst dir ein Ticket für entweder eine Stunde für 2 Euro, also 1,99 kaufen, oder du kaufst dir ein Ticket für 24 Stunden für 4,99 oder du mietest das Spiel für einen Monat für 15 Euro, also 14,99. Ich muss sagen, ich finde die Preise relativ krass, wenn du das überlegst, du willst das Spiel für einen Tag mieten, dann bezahlst du 5 Euro dafür, WTF, um es einen Tag spielen zu können? Nun gut, okay, wie sie meinen, ne? Ist okay. Ja, ja. Ich weiß nicht. Könnt ihr auf jeden Fall ab dem 4. Oktober spielen, sehe ich gerade so in meiner Liste. Bedeutet nicht ab jetzt. Ab dem 4. Oktober könnt ihr euch das kostenlos mal Probe ziehen. Aber das ist ja in 2 Tagen. Danach haben sie noch einen Trailer zu Sonic Lost Worlds gezeigt. Der hatte aber jetzt nichts Besonderes an sich oder so. Einfach nur nochmal, hey, am 18. Oktober erscheint das Spiel. Kauft es euch gefälligst. Ich werde das natürlich tun. Und ich werde es natürlich auch LP'en und es wird bestimmt auch ein gutes Spiel. Allerdings, ja, bei dem Trailer wüsste ich jetzt nicht, was ich da groß noch sagen sollte zu, weil ich denke, zu dem Spiel wurde so ziemlich alles schon gesagt. Generell sind diese News, die ich euch hier gerade bringe, glaube ich, sowieso ein alter Hut, denn alle anderen haben dazu schon längst ein Video gestern gemacht. Ich hatte einfach schlicht und ergreifend keine Zeit dazu. Sonst hätte ich das vielleicht auch noch gestern gebracht, aber nee, nicht wenn ich Nachtschicht habe, tatsächlich. Nee, dann schlafe ich lieber, ja. So verrückt bin ich dann doch noch nicht. Ich muss auch mal pennen. Es ist verrückt manchmal. Aber gut, es ist wie es ist. So, Sonic Lost Worlds wurde gezeigt. Danach haben sie noch was zu Scribblenauts Unlimited gesagt. Ich dachte, das wäre schon lange raus. Ich meine, auf dem PC spielen die Leute jetzt Scribblenauts Unmasked. Diese DC-Comics-Version. Und auf der Wii U erscheint Scribblenauts Unlimited, wo ich eigentlich der Meinung war, das kommt zum Release. Am 6. Dezember. Oder relativ im Release-Zeitraum hatte ich gedacht, dass es kommt. Nun am 6. Dezember, anstatt Tropical Freeze dann wahrscheinlich. Man wollte Scribblenauts nicht so im Weg stehen. Ja, wahrscheinlich, das wäre schlimm, wenn sie das gemacht hätten. Nun gut. Ich denke, es gibt viele Leute, die Scribblenauts cool finden. Also, wenn ich das spielen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht auf der Wii U spielen tatsächlich, sondern auf dem PC mit einer Tastatur. Ja, ich denke, das macht in dem Moment dann einfach auch mehr Sinn. Oh, danke, dass ich da einfach gegenfahren konnte und ich bin trotzdem im Ziel. Sonst wäre es nämlich wieder uncool gewesen. Wenigstens mal einmal hier ein paar Punkte und einen vernünftigen Platz. So, ein weiteres Rennen werden wir noch machen. 2 News gibt's noch. Und die eine ist auch erst lachen, dann weinen. Und na, schauen wir mal. Die Rosalina hier im Raum wählt leider Gottes immer die gleiche Strecke. Aber gut, was willst du machen? Nun gut, die nächste Ankündigung, die kam. Ich saß da und hab erst so, ja, ja, geil, geschrien. Um dann festzustellen, naja. Der neue Phoenix Wright-Teil erscheint am 24. Oktober für den Nintendo 3DS. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Allerdings habe ich eine Frage an die Leute, die sich auskennen. Im Trailer war alles auf Englisch. Also Sprachausgabe war auf Englisch, damit kann ich leben. Und die Bildschirmtexte waren allerdings auch auf Englisch. Und das wäre eine Sache. Ja, damit könnte ich zum privaten Spielen, könnte ich damit wohl leben. Allerdings hätte ich den Teil echt gerne Let's Played. Nur ist jetzt die Sache, wenn das auf Englisch ist, komplett, dann werde ich das nicht auf Englisch Let's Playen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, der eine oder andere wird es wissen, dass meine englische Aussprache nicht very British ist. Keine Ahnung. Und ich auch nicht, ich bin nicht so der Englisch-Track. Ja, geben wir es einfach mal zu. Ich bin nicht so das Brain in Englisch. Es geht. So zum Verstehen ist es okay, aber ich hätte auch tatsächlich keinen Bock, das ständig zu übersetzen und
Ja, englische Aussprache, FTW, nee, lass mal. Das will ich nicht bringen. Auf Deutsch gerne, aber so nicht. Und jetzt möchte ich einfach mal wissen von irgendjemand, der sich damit auskennt. Wenn du es weißt, kommt das Ding komplett auf Englisch oder wird das Ding noch übersetzt auf Deutsch? Ohne Spaß, die können doch nicht... Alle Teile waren auf Deutsch und der jetzt nicht, oder was? Überhaupt Download Content Only. Das ist auch schon wieder so eine Sache. Finde ich so cool. Danach hat man noch etwas gezeigt, und zwar noch ein Spiel, das am 6. Dezember rauskommt, und zwar Bravely Default von Square Enix, ein Rollenspiel. Sieht ein bisschen aus wie Final Fantasy, kann mich aber ehrlich gesagt nicht ganz so ansprechen, also wie die älteren Final Fantasies. Kann mich irgendwie nicht so richtig ansprechen, ich weiß auch nicht, gefiel mir nicht. Dazu wollen sie aber noch mehr Videos bringen, also vielleicht haut's mich noch von den Socken. Ich denke aber eher nicht, Leute. Das war's von der Nintendo Direct-Version von Mario Kart 7. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und ciao.